Nervosität macht sich breit bei Let's Play Rokuchan. Ihr habt es sicher gesehen, ich bin letztes Mal noch elegant beim Endgegner von Dr. Mad Stage 2 draufgegangen. Es hat einen Vorteil, ich habe wieder einen Energietank einsammeln können. Der mir bei der Stachelpassage ja, entwischt ist. Ich habe wieder ein bisschen mehr Waffenenergie, es sei denn, wir reden über den Flash, aber wir reden niemals über den Flash. Und wenn ich jetzt wieder drauf gehen sollte, dann habe ich wieder einiges, was ich aus diesem Video rausschneiden darf. Also, let's go! Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwie beide Schwachstellen da oben gleichzeitig treffen, aber mit der Waffe wohl... seht ihr? Seht ihr? Es wird jetzt schon hervorragend laufen. Oh, ich habe endlich seine wahre Schwachstelle gefunden. Okay, diesmal machen wir uns rechtzeitig bereit für den Sprung. Ja, auch noch elegant an den Stacheln vorbei. Das muss erstmal der Original Mega Man nachmachen. Was? Wo hat er denn noch? Irgendwas ist da noch. Das kann nicht sein. Ich habe seine drei Schwachpunkte vernichtet. Was kann es jetzt noch sein? Okay, nachgucken. Ring. Es war... Ich habe den oberen Teil nicht vollständig besiegt. Es ist mir nicht aufgefallen. Nein. Warum? Dabei hatte ich doch... Wisst ihr, was dem Spiel noch eindeutig fehlt? Waffentanks. Ich kann mich gerade schon über ein bisschen zu wenig Waffenenergie beklagen. Wie viele Schüsse kriege ich dann raus? Vier Stück vielleicht? Gut, ich werde das auch ein bisschen ordentlich auf die Klappe kriegen, aber so an sich, so ganz streng genommen, dürfte es da jetzt was werden. Das war's mit der Waffenenergie. Oh, Rocco Buster, ich weiß nicht, ob die Waffe wirklich so heißt, ich nehme es mal an. Erweise mir gute Dienste! Ja, endlich! Ha, es hat gar nicht mal so lange gedauert. Was sage ich da endlich? Wir sind nicht mal 3 Minuten am Aufnehmen. Ich würde Freudensprünge machen, aber das Spiel lässt mich nicht. Dann mache ich hier eben welche mit meinen Fingern auf den Tisch. Juhu, Freude! Wir können weitergehen zu Stage 3. Oh, einfach nur geradeaus. Ist es etwa die Boss Rush Stage? Die ja, wie wir alle wissen, in jedem Mega Man Spiel Pflicht ist. Was will ich jetzt mehr erfüllen? Die Wolkenkenner oder den Laserflash? Ich brauche eigentlich alles jetzt nochmal, wenn der Boss Rush bevorsteht. Oh, wie bist du denn? Du bist ja voll niedlich. Oh, kleiner Bär, der mit Schnee... Auch nur mit einem einzigen Schneeball. Wow. Und wie er sich die größte Mühe macht, mich zu treffen. Oh. Du bist ein Guter. Und das Ding kann ich nicht treffen. Kann ich die irgendwie ausschalten? Gibt es irgendeine Waffe, mit der ich da so ein bisschen tricksen kann? Wenn du nicht kämpfen willst, dann umgeh es einfach und lass dich von kleinen Ritterhelden niederschießen, der E-Tank. Ich verlasse nie das Haus ohne eine extra Portion E-Tanks. Von welcher Seite komme ich denn da dran? Shit. Ah, okay, das erklärt einiges. Den Punkt habe ich doch so ziemlich übersehen. Macht es überhaupt noch Sinn, den E-Tank einzusammeln? Bessere Frage. Habe ich überhaupt genug Jet-Energie? Komm ich damit... Ja! Ich wollte die nämlich ausschalten, nicht damit die mich plötzlich in der Luft abschießen.
du schon wieder. Ich hätte es ja wissen müssen. Natürlich, alle Gegner respawnen. Die Dornpeitsche ist da echt überpowered. Ich habe nicht gedacht, dass sie wirklich so gut ist. Es musste sein. Und ich habe jetzt meine ganze Jetbeetle-Energie verspielt. Entschuldigt, wenn ich euch nerve, aber damit lässt sich das Timing doch ein bisschen besser einschätzen. Okay, beim zweiten ist eine kleine Pause. Und weg sind wir. Wow! Auf einmal glitscht das Spiel. Nein! Ich kann zurückgehen. Okay, das dürfte... Vielleicht erklärt das den Glitch. Normalerweise kann man bei Mega Man nicht mehr zurückgehen. Und somit habe ich gerade meinen liebsten Punkt im Spiel gefunden, um farmen zu können. Das kann jetzt nur 2, 3, 5 Stunden dauern. Also macht euch einen Tee oder Kakao, holt euch einen Snack, macht es euch gemütlich. Nein, so lange werde ich jetzt doch nicht sitzen. Nur die Cannon und die Whip noch ein bisschen aufladen. Dann sollte ich ja theoretisch, in Anführungszeichen, für alles gewappnet sein. Okay, gib mir noch eine Kapsel. Eine Kapsel irgendwas. Ich nehme auch eine kleine. Ich meine eine blaue. Ihr wollt wirklich gerne von mir ausgenommen werden. Und ja, natürlich ist diese Stelle nicht nur da, um zu farmen, auch um uns nochmal schön auf die Nerven zu gehen. Wow. Es gibt wohl kein echtes Sprite-Limit, oder? Jedoch, 6 Stück, mehr geht da nicht. Und nicht mal einer von denen wollte mir etwas hinterlassen. Mit welcher Waffe können wir da durchkommen? Das schreit doch nach einer Explosion, ich wusste es doch. Flash vielleicht noch? Ja doch, der Flash. Oder die Cannon. Ah, die Cannon hat eigentlich so... Nee, der Blitz. Ich überlege gerade schon, welche Schwächen wir bisher hier in der Festung hatten. Wir hatten vorhin die Cannon. Am ersten Boss hatten wir die Gummiringe und den Blitz. Der Eisschild. Könnte es der Eisschild sein beim nächsten Mal? Ich traue diesem Sprung nicht so ganz. Ich wittere, dass ich mir dann letztendlich den Kopf stoße und dann hat sich das auch erledigt. Okay, du Slinso-Rakete, bist du clever genug, um einmal ganz nach unten? Ja. Wow, ich habe gar nicht so richtig eingeschätzt, dass du dich so gut wenden kannst. Oh nein. Zack, zack. Nein, der Rückstoß. Es ist immer der Rückstoß. In jedem Mega Man-Spiel. So, reicht ein normaler Sprung? Nee, nicht unbedingt. Und? Moment, das kann aber noch nicht der Hauptboss sein. Dann würde da Dr. M stehen. Oder? Es ist der Miniboss. Was ist das denn? Yikes. Missiles? Ah, natürlich, Miniboss heißt, er hat keine HP-Leiste. Ich glaube, ich habe gerade soeben ganz spontan seine Schwäche gefunden. Ah, und endlich mal ein bisschen... Nein, sag mir nicht, wir betreten jetzt... Wir sind noch mehr im Mega Man X-Territorium. Ein Mech. Zwar ohne Schusswaffen, aber das sollte doch meine Verteidigung um einiges steigern. Okay, ich gebe dann jetzt schon mal langsam mein Fazit zu diesem Mega Man-Fanspiel. Ich find's echt gut.
Die Pixel-Ästhetik der NES-Ära ist verdammt gut getroffen, ganz besonders die der späten NES-Ära. Es gibt da noch einen ganz großen Unterschied, wie NES-Spiele eher in den 80ern und dann später in den 90ern aussahen. Kann ich auch wieder... Oh, ich kann aussteigen! Kann ich auch springen und... Ich kann auch springen und dann aussteigen. Wow! Man könnte ja meinen, der Entwickler hat sich richtig Gedanken gemacht. Danke sehr! Das wissen wir doch sehr zu schätzen. Vor allem ich, als derjenige, der gerade spielt. Nein! Oh, Kacke, Kacke! Nein, 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 nein! Kann ich einen neuen Mac bekommen? Wo ist mein Mac, wenn ich ihn brauche? Mein Big Mac. Mein riesiger Mac. Mit den Fäusten des Todes. Oh, verdammt. Ich nehme das mal ganz kurz. Danke sehr. Und der Spaß hört dann auch schon auf. Ja, dann... Hier hätte ich sowieso ein... Geht das nicht? Doch, es geht. Dafür, dass die Stage doch nur hauptsächlich geradeaus geht, hat man sich so einiges einfallen lassen. Auch noch ein paar... Nein! Okay, das hat mich jetzt echt hart erwischt. Wow. Nicht mal vor den Hintergrunddetails ist man mehr sicher. All diese schönen Details, auf die man so nicht achten würde. Kann ich einfach durchdashen, so ganz flink? Ja, kann ich. Aber ich will da oben dran. Moment, du kommst erstmal hier rüber. Dann du, dann springe ich auf dich drauf. Gekonnt, gekonnt. So, was können wir dann nochmal auffüllen? Brauchen wir in der nächsten Stage noch den Jet? Ja, wir gehen auf Nummer sicher. Ich gehe fest davon aus, dass die nächste Stage der Boss Rush ist, aber ich will jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Ah, eine letzte Gelegenheit, um nochmal Tiefluft zu holen. Halt, wartet. Ich bin ein Robotermädchen. Ich muss keine Luft holen. Ich muss nur einmal gut geölt werden. Und meine Waffenenergie auffüllen. Danke sehr, liebe Entwickler. Missiles. Ja, ein großer Mann sagte einst, mehr Raketen heißt mehr Raketen. Also will ich mich dieser Weisheit bedienen, denn jetzt... Ich dachte gerade, das sind die Boss-Rush-Töne, aber nein, das ist der wahre Endgegner. Peitsche? Es ist die Peitsche. Dann lasst uns doch ein bisschen nähere Bekanntschaft schließen. Wow. Dann machen wir wirklich kurzen Prozess. Zack. Und zack. Ich will gar nicht wissen, was ihr abfeuern könnt. Es kann nicht gut für meine Gesundheit sein. Ihr setzt die Waffen aller Bosse ein. Interessanter Bossgegner, den wir leider nicht allzu lange bestaunen konnten. So, ich stelle mich schon mal auf meinen Feierabend ein. Viel Lärm bin ich mal vor uns. Nur noch ein paar Larifari-Tour rein und dann kann ich nach Hause gehen. Sag Papa, hey, ich habe meine Arbeit gut gemacht. Jetzt darf ich mir ein neues Spiel für meine Lieblingskonsole aussuchen. Genau, fühle mich nochmal so richtig schön mit Waffenenergie auf. Gib mir alles, was du hast. Ich hätte eher gedacht, ich muss danach noch einen weiteren Part aufnehmen. Nein, wir sind auf dem besten Weg zum Abspann. Lass jetzt nicht noch irgendwas Fieses auftauchen, wie zum Beispiel das. Na, wobei, das ist gar nicht mal so gemein. Da ist lediglich ein bisschen gutes Timing gefragt. Ah, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Wie viele Leben habe ich überhaupt noch? 4! Plus 1? Ach. Wie schön ich meine Leben gerade alle an einer Hand abzählen kann. Jetzt ist es der Boss Rush. Die Schwächen habe ich glaube alle noch im Kopf. Erstmal gucken, wer hinter diesem Tor wartet. Es ist Weepy Weepy Plant Man. War es bei dir Eis? Nein, es war nicht Eis. Es war Feuer. Es war Feuer. Vulcan!
Der einzige Boss, von dem ich theoretisch nicht die Schwäche kenne, ist der, gegen den ich zum ersten angetreten bin. Aber da er der letzte ist und das Ganze nochmal im Uhrzeigersinn verläuft, müsste ich natürlich trotzdem wissen, gegen was er schwach ist. Was warst nochmal du? Du warst der... Genau, Flumis gegen Elektroman. Da helfen auch keine ausgeklügelten Ninja-Taktiken weiter. Aber Bosswash bei Mega Man muss natürlich sein, auch wenn ich finde, dass es doch ein Relikt ist, das der Vergangenheit angehören sollte. Ich bin kein so großer Fan von Bosswash in den meisten Fällen. Whip. Was, die Whip? Nee. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie die Bosse heißen. Zugegeben, ich habe auch nur einmal gegen sie alle gekämpft. Essen die Zieldruck geben. Ah ne, den habe ich auch besiegt, ohne dass ich seine Schwäche hatte. Fällt mir plötzlich doch wieder so ganz spontan ein. Und da war ich auch besser. Macht nichts, die halbe Miete ist schon erledigt. Propellerman tritt als nächstes auf den Plan. Wir haben dafür doch die Graspeitsche. War es, glaube ich, genau. Ich wollte schon sagen, was hast du vor? Komm mir nicht zu nah. Oh Moment, nein, komm näher. Weil ich hab doch nur so eine schöne Peitsche mit Dornen. Oh, Eishockeyman. Aber den finde ich irgendwie lustig. Der hat so ein bisschen was von Gutsman, der große Bauarbeiterroboter aus Mega Man. In dem Fall war es Feuer, oder? Nein, was? Ich habe jetzt gerade die ganze Reihenfolge verdreht. Ich dachte, oh nein. Das wäre so schön gewesen und gleichzeitig wieder nicht, wenn wir uns gleichzeitig aus dem Weg geräumt hätten. Die Schildwaffe. Mega Man-Bosse mit Schildwaffen angreifen ist nicht unbedingt das Angenehmste, was man in diesen Spielen machen kann. Dann haben Eiswaffen auch, Schildwaffen meine ich, immer noch so wenig Waffenenergie und ich habe alle verballert. Oh verdammt, nein, 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 das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Ich lebe. Noch. Ganz knapp. Tja, wenn jetzt natürlich der Eisschild die Schwachstelle von Dr. Mad ist, dann packe ich besser doch meine Sachen ein und gehe wieder nach Hause. Das letzte Boss-Tor öffnet sich und ich schätze ab, dass es die Missiles sind. Raketen gegen Bohrer. Die Rechnung geht nicht so ganz auf. Er setzt Feuer ein. War es doch der Eisschild? Die Ringe. Shit. Nein, sag mir nicht, dass es die Peitsche ist. Vielleicht hat er auch gar keine Schwäche. Ja, ich war erstmal überwältigt von dem riesigen Bohrer des Endgegners. Kein Problem, einfach nochmal ran. Vielleicht erstmal mit dem Rocco Buster den Gegner ein bisschen üben. Manchmal tendiert man auch dazu, sich ein bisschen zu sehr auf die Schwächen des Bosses zu verlassen, anstatt einfach mal zu gucken, wie ist das eigentliche Pattern des Gegners. So, zeig dich doch, Kamerad. Jetzt könnte das sein Fetisch sein, so richtig schön ausgepeitscht werden. Er hebt direkt ab. Wir haben zwar zwei E-Tanks, aber ich möchte sie noch nicht einsetzen. Flash ist es nicht. Ist es die Cannon? Sind es die Ringe?
auch nicht. Die Missiles. Es sind die Missiles. ich hätte an sich meine beiden Energietanks verschwenden können. Aber für den Fall, dass Dr. Matt noch eine dritte Phase gehabt hätte, ist es doch besser, dass ich mir das noch gespart habe. Oh, und wisst ihr, was das wahrscheinlich heißt, wenn ich den Boss nicht schaffe und all meine Leben verliere? Wir dürfen garantiert den Bossmarsch nochmal machen. Aber Phase 1 hätten wir schon weitestgehend, also wirklich weitestgehend durchschaut. Ich treffe immer noch, also ich werde immer noch ein paar Mal getroffen, aber nicht so schwerwiegend. Zack, bumm. Also auch immer so ein bisschen die Unverwundbarkeitsphase des Gegners mit einbeziehen. Ich nutze lieber den E-Tank. Mein erster E-Tank im Spiel. Beim letzten Endgegner. Schade, wir hätten das Spiel durchaus ohne schaffen können. Ich bin nur jetzt an einem Punkt, da will ich kein Risiko mehr eingehen. So, macht euch bereit für Phase 3. Ich wusste es. Die letzte finale Kapselphase. Ein Muss für jeden Wily-Endgegner. Sind es weiterhin die Missiles? Nein! Die Ringe. Die Ringe sind es nicht. Ist es der Flash? Wenn du mal ein bisschen... Nein, der Flash ist es auch nicht. Die Cannon. Auch die ist es nicht. Wir haben nicht mehr viel Auswahl. Die Peitsche. Natürlich, es ist auch so eine Art Running Gag. Dass die unpraktischste Waffe die Schwäche des finalen Endgegners ist. Auch nicht so wirklich. Ich glaube, ich mache einen Schadenspunkt mehr, aber keine wirkliche großartige Menge. Der wirkt aber verhältnismäßig einfach. So wie ich verhältnismäßig keine Waffenenergie mehr habe. Aber so an sich... Falls es da nicht noch eine ganz böse Überraschung ganz zum Schluss gibt, sag ich schon mal ganz dreist, wir haben ihn eingesteckt. Dr. Matt, führen wir es auf die ehrenhafte Art zu Ende. Standardwaffe gegen Standardwaffe. Ehrenhafter wäre natürlich, wenn du mir ein bisschen entgegenkommen würdest, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen Treffer landen kann. Oh nein, habe ich meine Klappe jetzt auch zu weit aufgerissen. Er will auf einmal sich nicht mehr mit mir anlegen. Na komm. Der letzte Schuss. Dies ist für... Jetzt komm doch mal runter. Ja, es kann sich nur noch um... Dies ist für meinen Vater und alle Menschen, die mir lieb und teuer sind. Bam! Haha! Oh Gnade, Doku-chan, ich werde nie wieder böse sein. Erst im nächsten Spiel wieder. Wenn es ein nächstes Spiel gäbe. Leider nicht. Und jetzt kommt es erst ein Roboter-Double. Nein? Das war's! Roku-chan, abgeschlossen! Gibt's denn nicht noch so eine... Oh, wir haben noch so richtig schön ausführlich Pixel-Art. Bekommen wir denn noch so eine Standardsequenz, bei der man sieht, wie Roku-chan nach Hause läuft? Das darf eigentlich in keinem Mega Man-Spiel fehlen. Lightning Man, Designer.C. Ja, du könntest wirklich der verrückte Cousin von Electman sein. Jetman! Siehst du auf deinem Artwork richtig imposant aus, mein Lieber. Hättest du mal im Game so ein starkes Auftreten gehabt. Rolling Man! Okay, der sieht ein bisschen lächerlich aus. Aber ja, ein riesiger Hokipok als Gegner. Weepy Weepy Forest Man.
Jedoch, Rokuchan, auf dem Weg nach Hause. Oh, und das ist so ähnlich wie bei Mega Man 1 schon. Mit den Bergen im Hintergrund. Oh, das ist nicht mal ihr einfacher Sprite. Oh, da kann ich ja jetzt eigentlich auch endlich mein richtiges Fazit zum Spiel abgeben. Es ist mir ein Rätsel, wie ich dieses Spiel damals nicht bemerken konnte. Während der großen Mega Man-Flaute, die 2011 ihren Lauf nahm, bis dann 2018 endlich Mega Man 11 erschien. Während dieser Jahre, buff, keine Mega Man-Spiele, alles was mal in Arbeit war von Seiten Capcom, wurde gecancelt und es war allgemein keine schöne Zeit für Mega Man-Fans. Die Zukunft der Serie war so ungewiss. Jetzt scheinen wir wieder auf dem richtigen Kurs zu sein, aber ich bin froh, dass in der Zwischenzeit so begeisterte Fans Spiele wie diese entwickelt haben, damit wir Mega Man-Fans eben was zu zocken haben und weiterhin unsere Begeisterung für die Serie zum Ausdruck bringen konnten. Respekt vor Mega Man and Capcom. Absolut solides Game. Grafikstil ist on point, Pixelart super gelungen, die Steuerung flutscht angenehm gut. Ganz besonders mit dem Dash. Ich mag den Dash lieber als Mega Man Slide in den NES-Spielen. Thank you for playing. Ja, das haben wir doch sehr gerne gemacht. Ah. Ist das nicht schön, wenn man ein Spiel durchgespielt hat und am Ende bleibt man mit so einem richtig wolligen Gefühl zurück? So, ah, das war toll. Möchte am liebsten glatt nochmal von vorne anfangen? Ich meine, nur weil ich gesagt habe, ich möchte glatt nochmal von vorne anfangen, heißt das nicht, dass ich jetzt das Spiel nochmal durchspiele. Wir könnten uns aber den Plot anschauen, wenn wir wollen, aber es gibt wohl auch leider... Ne, wobei, ich glaube, wir können irgendwas... Ah, wir haben noch ein paar Sachen freigeschaltet. Challenge Room? Achso, das sind Achievements. I wanna be the human. Ich kann mir gar nicht vorstellen, auf was das abgezielt ist. Clear the game in Ovata Mode. Was ist denn Ovata Mode? Ovata Mode on off. Unbegrenzte Waffenenergie kann man sich auch einstellen. Was ist Ovata Mode? Das müssen wir noch ausprobieren. Bei Bedarf kann man sich auch den ganzen Soundtrack anhören und das werde ich nachher nochmal im Anschluss machen. Das, ja, ich konnte die Musik während des Spiels gar nicht so deutlich hören, aber es hat schon auch einen echt soliden Eindruck gemacht. Ovata Mode, was kann das bedeuten? Das müssen wir uns nochmal ganz kurz anschauen. Ich nehme mal an, das bedeutet so viel wie One Hit Death, ein Treffer und wir sind Geschichte. Ja! Wisst ihr, als ich sagte, das Spiel ist doch ein bisschen einfach? Verglichen mit anderen Mega Man-Spielen? Da habt ihr euren Hard Mode. Aber das. Vielleicht mache ich das mal irgendwann für mich zum Spaß. Ich werde nur nicht weit kommen, egal. Aber Rokuchan, sei nicht traurig, du hast den Tag gerettet und das ist wirklich das Wichtigste. Wir bekommen sogar volle neuen Leben und neuen E-Tanks. Kann ich das Spiel dann so ein bisschen betrügen? Nein, kann ich nicht. Alles klar. Das war dann mein Let's Play zum Fanspiel Rokuchan. Wenn ihr es auch mal gerne spielen möchtet, ich werde es mal in der Videobeschreibung verlinken. Kann man sich gerne mal gönnen. Und nochmal auch Respekt an die Leute, die dafür gesorgt haben, dass man es auch heute noch zocken kann, da es ja eigentlich für den Flash-Player entwickelt wurde und der auf offizielle Art leider nicht mehr zugänglich ist. Also dafür ein ganz großes Dankeschön! Auch 10 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung hatte ich eine Menge Spaß und würde gerne mal noch das ein oder andere Mega Man-Spiel hier als Let's Play auf dem Kanal umsetzen. Bis es mal soweit sein sollte, danke ich euch, dass ihr jetzt dabei gewesen seid und wir sehen uns bei einem neuen Video in nicht allzu ferner Zukunft wieder. Bis dann!